Der Pressekodex einfach erklärt. Heute Ziffer 13, die Unschuldsvermutung. Die Unschuldsvermutung ist eines der Grundprinzipien eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens. Sie wird heute von den meisten Ländern der Welt anerkannt und gilt auch für die Berichterstattung über Strafverfahren in der Presse. Die Ziffer 13 besagt, dass die Information der Öffentlichkeit ohne jegliche Verurteilung geschehen muss. Dies betrifft alle Berichte über Straftaten und Ermittlungs- und Gerichtsverfahren. Eine Person darf nur als Täter bezeichnet werden, wenn er oder sie ein Geständnis abgelegt hat, eindeutige Beweise vorliegen oder wenn die Tat in der Öffentlichkeit begangen wurde. Das soll verhindern, dass die Personen, die zu Unrecht im Verdacht stehen, nicht von anderen Personen in der Öffentlichkeit verurteilt und abgestempelt werden. Berichtet die Presse aus einem laufenden Verfahren, so muss sie auch berichten, wie das Verfahren entschieden wurde. Das heißt, die Presse hat die Pflicht, die Öffentlichkeit zu informieren, ob es einen Freispruch gegeben hat oder mit welchem Strafmaß das Urteil gesprochen wurde. Einzige Ausnahme: der Betroffene widerspricht der Veröffentlichung. Bei jungen Angeklagten hat die Presse besonders zurückhaltend zu berichten. Ihre Persönlichkeit wird als sehr schützenswert durch den Pressekodex definiert.